Kürzlich hörte ich den Bericht einer jungen Frau, die mit ihrem Auto im Ausland unterwegs gewesen war. In einem Einkaufszentrum hatte sie die zulässige Parkdauer dann um ein Viertelstündchen überschritten und so kam sie und sah, dass sie einen Strafzettel bekommen hatte. Durch die Auslandsgebührenbearbeitungsdinge war dieser Strafzettel nicht unerheblich und belief sich auf 95 Euro. Das war für diese junge Frau schon eine Herausforderung und sie legte Einspruch ein. Aber der Einspruch half nichts, denn es war einfach die Vorschrift gewesen, gegen die sie dann letztendlich auch verstoßen hatte. Ein teures Viertelstündchen. Sie war sehr betroffen, sehr traurig darüber. Und ihr Vater nahm diese Betroffenheit und diese Traurigkeit wahr und sagte: Du gib mir den Strafzettel, ich bezahle das für dich. Diese Geschichte hatte mich erinnert an eine Begebenheit, die wir im Neuen Testament lesen. Da wird uns ganz kurz nur über einen bestimmten Mann berichtet, den du sicher auch aus den Bibelberichten her kennst, und das ist Barabbas. Barabbas ordnen wir sofort in die Geschehnisse um die Kreuzigung Jesu ein. Und es war auch so, dass Barabbas gegen das Gesetz verstoßen hatte und er war ins Gefängnis gekommen. Er wartete auf seine Strafe und die Einsprüche und alles war schon gelaufen. Es gab keinen Einspruch und als sich jetzt die Gefängnistüren öffneten, dachte er, okay, das war's. Aber er war sicher sehr überrascht, als die Gefängniswärter ihm die Fesseln abnehmen und ihm neue Kleider geben und ihn aus dem Gefängnis entlassen. Er ging aus dem Gefängnis als freier Mann. Warum? Ein anderer hatte den Schuldbrief auf sich genommen. Ein anderer hatte die Schuld zugeordnet bekommen. Ein anderer war vom Volk gewählt worden, er war gefoltert und gekreuzigt worden und Barabbas war frei. Das war der Tausch. Jemand hatte den Schuldbrief auf sich genommen und auch seine Schuld bezahlt. Dieser andere war Jesus. Jesus hatte diesen Schuldbrief nicht nur für diesen Mann, sondern den Schuldbrief von uns allen, von dir und von mir, die Sünde auf sich genommen und am Kreuz bezahlt. Er hatte sein Leben als Tausch hingegeben, damit du und ich frei sein können, dass wir als Freie aus dem Gefängnis herausgehen können. Das Gesetz, was gegen uns stand, wurde aufgelöst, weil Jesus diese Schuldbriefe von uns genommen hat, um sie am Kreuz zu tragen. Wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, wenn du merkst, ich bin eigentlich auch einer, der unter Schuld und unter Sünde steht, ich brauche eigentlich jemanden, der meine Schuld und meine Sünde vergibt, dann bist du genau richtig und du kannst heute als freier Mann, als freie Frau weitergehen in dein Leben hinein, in eine Neuheit des Lebens. Wenn du nicht genau weißt, wie das geht, was du sagen sollst, was du beten sollst, wie diese Übergabe deines Lebens an Jesus geht, was du da sagen sollst oder tun musst, dann haben wir auf unserer Webseite dir Hilfen zur Verfügung gestellt, Buttons, die du anklicken kannst, Gebete, die du nachsprechen kannst, die dir einfach helfen sollen, in diese Beziehung zu Jesus zu kommen. Dass du weißt, ich kann diesen Tausch am Kreuz in mein Leben für mich ganz persönlich annehmen. Jesus hat den Schuldbrief für dich zerrissen. Das Gesetz spricht dich nicht mehr schuldig. Wir möchten dir einfach wünschen, dass du in Neuheit deines Lebens weitergehst, dass du heraustrittst und reinkommst in dieses Neue mit Jesus, in diese Beziehung zu ihm, weil wir wissen, Gott hat mehr für dich.